Moin, liebe Zuschauer, willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo, Dragos News sozusagen. Wir haben jetzt den Server so weit gemacht, dass wir eigentlich so, ja, heute oder morgen Spieler auf den Server bringen können, die ich noch nicht so kenne. Und wir haben jetzt Plugins drin, also sie funktionieren jetzt noch nicht ganz, aber heute Abend dann. Ich habe jetzt einfach mal kurz geangelt. Das sind einfach die Sachen, die ich geangelt habe und bin ein bisschen weitergekommen. Das Wichtigste ist jetzt einfach, ich mache jetzt immer, ja, all ein bis drei Tage kommt eine Folge von Rollenspiel. Das heißt, nach dem Livestream am Abend dürfen gerne noch ein paar Leute auf dem Server bleiben, die natürlich nicht gerade um 8 Uhr ins Bett müssen oder so und dürfen mit mir Rollenspiel machen. Es ist wirklich nur eine Aufnahme für Rollenspiel. Wir machen dort natürlich im Livestream auch Rollenspiel. Aber vor allem, damit wir einfach eine Geschichte haben, im Livestream auch ein bisschen vorbereiten können, mit NPCs erstellen und so weiter, Quests erstellen und dann im Livestream, im Video dann die Geschichte haben. Die Quest oder einfach im Dorf irgendwie NPCs erstellen, die auch irgendwas zu reden, ja, diskutieren haben oder so Sachen, damit wir da ja, sehr viel Motivation geben, auf den Server zu kommen. Und sobald jetzt da wirklich alles geschützt ist, können wir dann natürlich auch sehr viel Werbung machen. Es kommen viele. Und je früher ihr natürlich seid, desto besser werde ich euch kennenlernen, weil wenn jetzt 100 Leute auf dem Server sind, da kann ich nie mehr jemand richtig kennenlernen. Also, ja. Sondern dann auch wirklich, ja. Man wird dann wahrscheinlich auch Fan sein von mir und deshalb kommen dann auch Leute natürlich im Livestream oder in dem Video immer zu mir und schauen mich an oder gucken, was ich mache. Am besten so Sachen halt, wenn ihr wirklich super Fan von mir seid, im Livestream einfach schauen. Deshalb mache ich ja Livestream. Und ich bin vorher gerade extrem motiviert gewesen wegen meinem Körper. Er ist wieder topfit. Ich bin einfach so extrem froh darüber, dass ich wieder gesund bin, weil im August, Dezember und im August, ja, war ich nicht fit. Also extrem nicht fit und dazwischen auch nicht. Aber jetzt bin ich wieder extrem fit. Ich weiß es gar nicht, aber die Psyche macht extrem viel aus, wenn es einfach einem gut geht, oder? Also, bin ich froh darüber, dass es einfach jetzt momentan gut ankommt. Die Videos werden geschaut, die Livestream werden auch, also es kommen im Bild Leute im Livestream und die Videos vom Livestream, die werden dann auch immer noch nachgeschaut. Natürlich kann ich nicht jedem die richtige Zeit geben. Ich bin jetzt einfach auf 16 Uhr. Ihr dürft jederzeit etwas ändern da, wenn es halt eben nicht gut geht. Und ich schaue mir immer wieder an, wie viel schauen dann den Livestream an, wann und ob und wie, oder? Path of Exile ging gestern auch sehr gut. Ich mache jetzt wieder öfters Path of Exile Videos. Time Quest mache ich auch wieder Videos. Die kommen dann bald, weil Ragnarök so ein gutes Add-on ist. Dann habe ich mir so gedacht, ich werde City Skylines alle Add-ons kaufen. Ich habe jetzt noch kein Add-on, also DLC großes. Und ich werde jetzt einfach mal vorspielen, ob es jetzt wirklich mir auch gefällt. Weil ich mag es einfach, wenn die Gebäude natürlich größer werden, zu Wolkenkratzen und so weiter. Das ist eine extreme Motivation. Hey, die Angel ist so gut. Ich dachte immer, man verliert Level, aber ich hatte irgendwie 4 Angeln geangelt. 2 habe ich zusammengecraftet und habe schon so gut. Habe den auch noch einen Namen gegeben. Das habe einen Amboss gebaut. Habe jetzt nur noch wenig Eisenbahn, aber mehr sind noch im Ofen. So, jetzt wird es leider wieder Nacht langsam. Außerdem habe ich mit den Dorfbewohnern gehandelt und einen Bananenbaum noch im Markt gekauft.
Das ist super. Also es läuft momentan auf dem Server natürlich sehr gut. Ich bin auch froh, wenn die Spiele dann vorwärts kommen. Ich hatte es ja extrem schwer, erstmal etwas Essen anzupflanzen und dann noch etwas Gutes craften. Die Säfte haben dann erst eigentlich das Verhungern. Dass es nicht passiert ist, dass wir verhungert sind. Gut, dann habe ich noch die anderen zwei Tiersorten zur Zucht geholt. Die Pferde sind ja nicht zum irgendwie etwas zu holen, außer Leder. Deshalb habe ich Schweine und Schafe noch geholt. Und ja, sonst ist alles. Also es ist wirklich nur eine halbe Stunde gewesen, dass ich gespielt habe. So schnell vorwärts gekommen und so weiter. Ja, also wir haben Fahrrad, wir haben noch zwei andere Kisten mit Essen. So. Tipptopp. Also, dann gibt es eben um 16 Uhr einen Livestream. Und sobald eben wir ein bisschen NPCs erstellt haben oder irgendetwas zum Rollenspiel machen haben, kommen dann auch noch natürlich Videos. Und ja, einfach schreiben in einem Video oder im Livestream, dass ihr gerne auf dem Server wollt. Dann am besten einfach eine PN erstellen, private Nachricht, könnt ihr im Kanal. Müsst ihr einfach auf Diskussion gehen. Und dann könnt ihr eben private Nachricht schreiben, schreibt ihr Hallo, ich möchte auf den Server. Das ist so der Standardsatz. Kann natürlich ein bisschen anders sein, aber so verstehe ich ihn am besten. Dann gebe ich ihm die IP und eventuell noch das Modpack, wenn er es nicht hat. Und dann dürft ihr auf dem Server. Ihr seid dann whitelistet auch. Dürft auf den Server. Aber eben, die Plugins müssen zuerst drin sein. Es geht. Also er hat gesagt, die Plugins gehen. Aber er muss noch ein bisschen einstellen, ein bisschen configen. Config herumspielen und ja, halt auch alles testen. Er ist wirklich ein super Mensch, der Snowbell Dog. Und er wird mir viel helfen. Wir werden natürlich auch privat mal in Kontakt kommen. Er wohnt nur eine Straße, in der gleichen Straße, aber zwei Häuser weiter weg oder drei Häuser sind es. Also einfach super. Und der Morant Erik auch noch. So. Oh, hier haben wir noch ein paar. Was sind denn das für Früchte? Einfach Tropenfrüchte. Ach, ich kann jetzt einfach wieder schlafen und allem. Ich habe keine Krämpfe mehr, keine Unruhe mehr im Körper und allem. Es geht mir einfach so gut. Und solange es mir so gut geht, mache ich natürlich das Beste für euch. Wie ihr eigentlich auch für mich das Beste macht. Wir sind eine Community. Wir können uns gegenseitig unterstützen und so weiter. Also wieso nicht? Ja, heute können wir vielleicht im Livestream auch noch ein bisschen am Haus bauen. Ich denke, wir machen das Haus hier. Machen die zwei Obstbäume weg. Und einfach ein größeres, rundes Haus am besten. Ja, so eckig schon ein bisschen. Weil rund passt jetzt nicht ganz zu asiatischen Völkern. Wir werden dann aber auch mal ein kleines Häuschen im Cowboy-Land machen. Ja, wie sollen wir sagen, nennen? Ja, da dürft ihr gerne. Ihr dürft immer wieder Sachen mir sagen, was ihr denn wünscht, wie ihr es denn nennen wollt. Weil das Asiatische Reich hat jetzt auch noch keinen Namen. Es sind halt alle asiatischen Reiche. Am besten, jeder Kontinent hat irgendwie so ein bisschen einen Baustil. Europa hat Burgen und Wikingerartige oder auch Schweizer oder Österreich oder Deutsche. Ja, so Fachwerkhäuser, kein Problem. Asiatische haben wir China, Japan, Südkorea und so Vietnam und Thailand. Machen wir so Kontinente. Ne? Die Streamwald Kontinents Volks. So richtig mit F. Volks. Auf Englisch. Ey, yo. Also. Bis um 16 Uhr. Dankeschön fürs Video schauen und wirklich Daumen nach oben. Hä?
Tschüss, Unterstützung ist immer gut. Ich werde natürlich immer wie besser mit viel Unterstützung. Kein Problem. Hä? Tschüss.